Man muss sich mal überlegen, alleine die Chance zu haben, Vertausendfachung passiert ja da draußen. Das heißt, ich setze 1000 Euro ein und habe 1 Million. Das muss man sich mal reinziehen. Also da lohnt es sich doch, die Recherche zu betreiben, oder nicht? So, also in meinen Augen auf jeden Fall. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ich nutze genau 7 Schritte, um einen Coin zu finden, der das Potenzial hat, sich zu verhundert oder zu vertausendfachen. Aber das besprechen wir nach dem Intro. So, dann starten wir. Wie finde ich einen Coin, der so ein Potenzial hat, dass er sich verhundert oder vertausendfachen kann? Das ist natürlich gar keine Empfehlung. Du musst deine eigene Recherche führen, deine eigenen finanziellen Entscheidungen treffen. Das ist natürlich ganz klar. Aber auf jeden Fall, wie mache ich das? Welche 7 Schritte nutze ich? Und du musst immer wissen, umso kleiner der Coin ist, umso mehr Risiko ist natürlich da. Wenn man in Bitcoin oder Ethereum investiert, ja okay, ist schon so ein großes Netzwerk hinter, da ist das Risiko sehr, sehr gering. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen kleinen Coin nimmst, der das Potenzial hat, sich wirklich zu vertausendfachen, dann ist das Risiko natürlich sehr hoch, dass er auch auf Null geht. Also du musst immer wissen, umso höher das Risiko, du kannst alles verlieren. Mit allem, was du immer einsetzt, kannst du alles verlieren, auch wenn du eine Immobilie kaufst. Es gibt keine Garantien im Leben. So, der erste Punkt ist so fast mit der wichtigste. Der erste Punkt ist, du musst deine eigene Recherche führen. Und das machen die Leute nicht. Ich spreche jetzt seit 3 Monaten über Kryptowährungen, über Bitcoin. Der Bitcoin hat sich seit Anfang des Jahres verdoppelt bis jetzt. Und ich höre immer noch jeden Tag fast Nachrichten. Ah, Cecil, ja, so langsam muss ich mich auch mal darum kümmern. Es sind 3 Monate vorbei. Der Preis hat sich schon bei Bitcoin verdoppelt. Bei anderen schon verdreifacht oder vervier- oder verfünffacht seit Januar, also in 3 Monaten. Wenn du jetzt noch nicht nach 3 Monaten angefangen hast, dir das mal anzugucken, wann dann? Also irgendwann ist auch der Bullrun vorbei. Das ist der erste wichtigste Punkt. Die Leute informieren sich einfach nicht. Also es ist immer dieser Gedanke, komm Sessi, sag mal, welche 3 Coins, dann stecke ich gleich da 20.000 Euro rein und ich will mich gar nicht dafür interessieren. Und genau das ist der größte Fehler. Man braucht Zeit. Also ich gucke jeden Tag bestimmt 4 Stunden Videos, ich recherchiere und das ist genau die Herangehensweise, die du haben musst. Wenn du nicht bereit bist, das zu machen, investier gar nichts, mach gar nichts, geh am besten zum normalen Job und mach gar nichts, weil das bedarf es, weil sonst wirst du keinen Erfolg haben. Das ist erstmal der wichtige Punkt und du musst dann auch wissen, mit der Recherche, was das überhaupt für ein Projekt ist. Also in irgendeinen Coin zu investieren, wo du nicht mal weißt, wie die langfristige Perspektive ist, ist immer zum Scheitern verurteilt. Amazon ist auf dem Weg zum Erfolg. Ein paar Mal ist der Kurs eingestürzt, 90%. Wenn du da die lange Vision nicht gekannt hättest von Amazon oder was die überhaupt machen, dann hättest du verkauft und dann hättest du gesagt, nee, Aktienmarkt, das ist nichts für mich. So, das ist alles die Recherche. Das ist der Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wie fange ich mit meinen Recherchen an? Also erstmal, Leute fragen mich immer, Cecil, welches Buch kannst du empfehlen? Ein Buch über Kryptowährung. Der Markt entwickelt sich so schnell, das ist so zeitrelevant, dass wenn du ein Buch rausbringst, dann kannst du das schon alles vergessen, was da drin steht. So, das heißt, ich gucke natürlich ja Twitter oder YouTube-Videos oder so, da sind sofort die Informationen da. Man dreht dann sofort ein Video und das ist unschlagbar. Also ich gucke als allererstes nach den YouTubern. Ich gucke nur amerikanische YouTuber. So, ich kann auch keinen Deutschen empfehlen, deswegen ich schreibe alle auf, die ich gucke und ich gucke von diesen YouTubern wirklich jeden Tag alle Videos, also alle, die rausbringen und manche, wie BitBoy Crypto zum Beispiel, bringt jeden Tag 3 Videos raus und auch ein Livestream über eine Stunde. Ich gucke wirklich alles. So, und dann gibt es andere wie Altcoin Daily, 1 Video am Tag, hier JRNY Crypto, 1 Video am Tag und so weiter. Lark Davis macht auch 2-3 Videos. Ich gucke wirklich alle und ich mache es dann so, dass ich alle Videos gucke, über welche Coins die auch immer sprechen und wenn die über ganz kleine neue Coins sprechen, die ich noch nie gehört habe, dann registriere ich das, dann speichere ich mir das auch in meinem Portfolio ab, dass ich schon mal gehört habe. So, und wenn dann ein YouTuber darüber gesprochen hat, aber nie wieder hört man irgendjemand darüber sprechen, dann ist es meistens so, ja, dann ist es nicht so interessant. Aber wenn man dann zum Beispiel sieht, dass in der Zeit dann auf einmal mehrere über den gleichen kleinen Coin sprechen, dann werde ich schon hellhöriger. Dann denke ich, okay, was ist denn da dran? Und dann gucke ich den YouTuber an und dann gucke ich bei dem einzelnen YouTuber. Und es gibt YouTuber, die haben in der Vergangenheit voll daneben gelegen und immer alles Mögliche empfohlen oder alles hochgehypt. Und dann denkst du so, okay, alles klar, wenn der jetzt was sagt, wichte ich das nicht so stark.
Und dann gibt es Leute, wenn du so die Videos der letzten 3, 4, 5 Monate guckst, was die so über die verschiedenen Projekte, die lagen echt, also erschreckend richtig immer. Und wen ich da ganz gerne gucke, also Sheldon Evans, der mit seinen Prognosen, er hat zum Beispiel Shopping.io auf mein Radar gebracht. Und das war ein Coin, kann ich euch mal zeigen hier, auf Platz 295, also noch relativ klein. Und da geht es um, also um Shoppen. Also du kannst Amazon bestellen, du kannst alles über Kryptowährungen bestellen. Und das ist natürlich der Markt, also diese Adaption, dass man Kryptowährungen praktisch ganz normal nutzen kann im Alltag, alles bezahlen kann und dann noch ein Cashback zurückbekommt. Also das ist praktisch so, warum sollte man das nicht machen? So, also das ist praktisch wie Amazon, aber bei Kryptowährungen. Und das ist natürlich, das hat er mir auf den Radar gebracht hier, hat auch mega schon, ist schon mega abgegangen. Das heißt jetzt nicht, dass du den Coin sofort kaufen sollst, aber er hat darüber das erste Mal gesprochen, da war der, glaube ich, bei $9 hier oder so. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein krasses Projekt. Also man muss das Projekt dahinter verstehen. Und was mache ich danach im dritten Punkt? Also erster Punkt, Eigenrecherche. Zweiter Punkt, alle YouTuber angucken, alle Videos angucken. Das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Dritter Punkt, dann gucke ich mir den Chart an. Also er hat hier jetzt als Beispiel nur an Shopping.io, hat er ja hier bei $9 angefangen, das zu empfehlen. Und dann guckst du dir den Chart an. Wäre ich dann jetzt hier direkt hier oben eingestiegen? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte immer erst gewartet, bis der Kurs wieder runtergeht. Weil im Endeffekt gehen alle Kurse wieder runter. Und im Endeffekt sieht man, wenn es hier so lange erstmal ungefähr im gleichen Bereich bleibt, dann hat es dann, kann es irgendwann das Potenzial haben, hier raus wieder komplett rauszubrechen und dann richtig hochzuschießen. Würde ich hier oben kaufen? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Also ich würde immer warten, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, wie ist der Allzeithöchstwert? -43%. Wenn das ein Projekt ist, was ich richtig geil finde, dann würde ich denken, okay, bis es zum All-Time-High kommt, sind es 43%. Das ist echt viel. Ist das Projekt gut? Wie ist die Marktkapitalisierung? Okay, 161 Millionen ist noch nicht so groß. Das heißt, da könnte für mich eventuell Potenzial drin sein. So, wenn ich jetzt hier oben bin, schon bei $270, $271 und ich sehe, Allzeithöchstwert ist praktisch 1% entfernt, dann wäre ich vorsichtig. Also ich warte lieber dann auf den Dip und kaufe dann, wenn ich sehe, okay, 30-40%, weil es ist ja eins der größten Fehler, habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht, dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out. So, oh, der geht immer höher, ich muss jetzt auch kaufen. Und dann kaufen die Leute hier ganz oben und dann crasht er einfach 30% runter und dann sagen sie, oh nee, jetzt verkaufe ich, der ist ja runtergegangen, ich habe voll Minus gemacht. Ja, du hast Minus gemacht, weil du verkauft hast hier. So, warum nicht warten dann auf den nächsten Ansturm hier? Und jetzt hier runter, wenn du hier gekauft hast, hier verkaufst, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn das langfristige Projekt gut ist, deswegen muss man das ja erforschen. Was wir natürlich immer verstehen müssen, wenn es um das Potenzial geht, ist immer, wie groß ist die Marktkapitalisierung? Also umso kleiner der Coin, umso höher ist natürlich das Risiko. Aber dass man hier von 158 Millionen auf 1 Milliarde zum Beispiel kommt, das wäre schon eine Verzehnfachung. So, und dann muss man natürlich gucken, immer ist das limitiert, also wie viele Coins sind davon insgesamt auf dem Markt und wie ist die Marktkapitalisierung? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei Bitcoin gucken, damit Bitcoin sich irgendwie verzehnfacht, müsste Bitcoin schon von 1,2 Billionen auf 12 Billionen kommen. Dann würde sich der Preis verzehnfachen. Also es geht immer nach der Marktkapitalisierung und nicht so um den Preis. Also zum Beispiel Cardano 1,54, da könnten ja manche denken so, oh hier Bitcoin voll teuer und Cardano voll günstig, kaufe ich lieber das. Ja, aber wenn Cardano die Marktkapitalisierung von Bitcoin hätte, dann wären das, was sind das, 20x oder so, ein bisschen mehr, dann wäre der Preis hier vielleicht bei $25 und nicht bei $64.000. So, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es immer nach der Marktkapitalisierung geht. Umso kleiner, umso mehr Potenzial ist da, aber natürlich auch umso mehr Risiko. Punkt Nummer 4, dann gucke ich zum Beispiel jetzt an dem Beispiel weiter, wie ist die Community dahinter? So, da sehe ich hier zum Beispiel, krass, 29.000 haben das geliked. Das ist aber heftig. Dann kann ich mal gucken, wie sind denn so die Likes auf den anderen Währungen? Natürlich sieht man Krypto als, also Bitcoin als Goldstandard. Das liken einfach mal 390.000 Leute. So, wie ist die Community? Dann weiß man eigentlich, Cardano hat auch immer eine krasse Community. Da sieht man, 212.000 Leute haben das geliked. So, und dann kann man mal runtergehen. Wenn ich einen Coin finde, den ich, keine Ahnung, vielleicht interessant finde, wie viele liken den? Also jetzt hier zum Beispiel Engine, sagen wir mal.
Wie viel liken den? Ist wahrscheinlich auch sehr beliebt. Mal gucken. Auch 68.000. Okay, also so kannst du sehen, wenn du zum Beispiel irgendeinen Coin hast, wo du denkst, boah, der ist ja aber mega interessant. Gucke ich mal, wie viel liken den? Das kenne ich zum Beispiel gar nicht hier. 2.000 Likes. Okay. So, oder ich sehe hier als Beispiel Ikomi zum Beispiel, obwohl der soweit, also einen kleinen Market Cap in Anführungsstrichen hat, sind da, glaube ich, sehr viele Likes drauf. 44.000. Wenn ich das mit einem vergleiche, der im gleichen Bereich ist, den hier kenne ich zum Beispiel gar nicht. 44.000, 6.000. Da sieht man, da ist die Community, da ist viel mehr hinter. Viel mehr Leute liken und beobachten das Ganze. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und dann gucke ich natürlich auch bei YouTube, wie ist die Community dahinter? Also jetzt zum Beispiel bei Cardano, der Chef von Cardano, also Charles Hoskinson, ich kürze das immer ab, hat einen eigenen YouTube-Kanal. Das ist eine richtig starke Community. Und umso größer das Netzwerk ist, umso mehr Leute sich dafür interessieren, umso erfolgreicher wird natürlich auch der Coin. Das ist ja ganz klar. Dann Punkt Nummer 5. Und das ist genau das, was ich vor zwei Sätzen ungefähr angesprochen habe. Wie ist das Team dahinter? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe Ethereum, der Mitgründer, also Gavin Wood, hat danach Polkadot gegründet. Oder der Mitgründer von Ethereum damals ist ausgestiegen, Charles Hoskinson, hat dann Cardano gegründet. Also meistens ist es so, dass das Entwicklerteam extrem wichtig ist. Wenn du Leute hast, die erfolgreich sind, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sie mit den nächsten Projekten auch erfolgreich sind. Und wenn du irgendjemand hast, ein anonymes Team oder die haben noch nie irgendwo was erreicht, dann kann es natürlich auch sein, dass die was erreichen, aber es ist wahrscheinlicher, dass jemand was erreicht, der schon richtig viel in der Vergangenheit erreicht hat. So, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich. Dann, wenn ich sehe, okay, alles klar, der Coin, den ich mir jetzt ausgesucht habe, ist jetzt zum Beispiel interessant. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel Shopping.io und dann gucke ich Shopping.io Price Prediction. So, und dann gucke ich zu dem einen Coin, der mich jetzt, ihr sollt jetzt nicht Shopping.io kaufen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weil das gerade kam mit Sheldon Evans. So, dann gucke ich mir diese ganzen Videos an, was die Leute alle sagen zu diesem einen Coin, den ich mir rausgesucht habe. Und dann überlege ich, ist das logisch? Wie hier, Sheldon Evans hat sogar das bei der offiziellen Seite hier gepostet bekommen. Auf jeden Fall gucke ich mir dann die ganzen Videos an, gucke, was die dazu sagen und überlege, ob das mit dem übereinstimmt, was ich gut finde. So, und dann der siebte Schritt, das muss man alles machen, das ist Recherche, das dauert richtig lange. So, und dann gehe ich im siebten Schritt, sagen wir jetzt mal, wir bleiben bei dem Beispiel Shopping.io, dann gehe ich auf den CoinMarketCalendar. Da sieht man die wichtigsten Erneuerungen, die für den jeweiligen Coin gerade rauskommen. So, und da ist es auch immer ein gutes Zeichen, wenn man zu dem Coin sehr viel Neuigkeiten hat. Also wenn das Team auch aktiv ist und immer wieder was Neues gibt. So, wenn du guckst, ob die bei Twitter vertreten sind und da siehst du nie einen Post, der letzte Post aus 2018, dann ist das nicht gut. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier kann ich gucken, Ethereum hat jetzt zum Beispiel Berlin Hardfork am 14. April, was rauskommt, auch ein sehr wichtiges Update. Also ich suche jetzt nach dem Coin, in dem Fall SPI, Shopping.io, und dann gehe ich hier auf Suchen und dann sehe ich, okay, sie haben im April noch zwei Updates. Dann gucke ich mir das natürlich an, klicke ich drauf und gucke, ob das Update auch wichtig ist. Also manchmal steht da auch Update, unser Azubi trifft sich mit irgendeinem Azubi von einem anderen Coin und die gehen, irgendeinen Vortrag anhören. So, da denkt sich so, okay, das ist jetzt nicht so interessant. Aber wenn die zum Beispiel sagen, hey, es werden 50% der ganzen Coins verbrannt, dann ist das sehr, sehr interessant. So, also man muss dann auch nochmal gucken, ob das interessant ist, was da rauskommt für das Projekt dann. Okay, das war es im Großen und Ganzen. Das sind die 7 Schritte, die ich so durchmache. Wenn ich einen Coin sehe, ist der interessant, wie finde ich den? Und dann muss man selber entscheiden, wie viel Risiko will ich eingehen. So, man muss immer bei allen Investitionen immer wissen, man kann 100% verlieren. So, aber der erste Punkt ist so wichtig, den ich gesagt habe. Diese Eigenrecherche. Jeden Tag, ich spreche seit 3 Monaten darüber, weil sich die Preise zum Teil schon verfünffacht haben. Ihr hättet schon bei Binance Coin zum Beispiel, hat sich, seitdem ich darüber gesprochen habe, vervierfacht. Ihr hättet schon das Vierfache an Geld haben können. Keine Empfehlung. Aber nach 4 Monaten mir dann zu sagen, ja Cecil, ich muss jetzt auch mal demnächst mal anfangen, mir das anzugucken. Nein, vergiss es, weil es wird vorbei sein.
Der Bull Market wird auch nicht für immer gehen. Es wird vorbei sein. So, deswegen, der Punkt ist so wichtig. Und welcher Punkt ist noch wichtig? Hast du noch einen Chef, der dir sagt, wie du deine Freizeit gestaltest, wann du Urlaub nehmen darfst, wann du da sein musst und so? Ich sage, in jedem Video, guck die Free Tour, wie man sich daraus befreien kann, wie man mental frei wird, wie man finanziell frei wird. Das ist hier, Krypto ist nur ein kleiner Punkt. Das ist nur ein kleines Handwerkszeug. Aber es hat noch nichts mit der finanziellen Intelligenz zu tun, mit sich abkoppeln vom System. Free Tour gucken, sage ich in jedem Video. Cecil, ich folge dir schon seit 3 Jahren. Da hast du die Free Tour zum Matrix-Prinzip geguckt? Nein. So, das sind halt Sachen, das ist alles im Punkt 1. Das ist das Wichtigste. Wenn du dich dafür nicht interessierst, dann wirst du dabei nie erfolgreich werden. Auch wenn ich im nächsten Video vielleicht sage, hey, der Coin ist für mich interessant. Du kaufst den, hast kein gutes Mindset, der geht hoch, der geht runter, du verkaufst, sagst, hier, der Markt ist scheiße und andere werden Multimillionär im gleichen Markt. Es ist alles der Mindset, okay? Und das ist das größte Problem. Der Punkt Nummer 1 ist das größte Problem. Deswegen, bevor du irgendwas weitermachst, guck jetzt die Free-Tour zum Matrix-Prinzip. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du findest auch richtig geile Coins, die deinen Vermögen verhundert oder vertausendfachen. Man muss sich mal überlegen, alleine die Chance zu haben, Vertausendfachung passiert ja da draußen. Das heißt, ich setze 1.000 Euro ein und habe 1 Million. Das muss man sich mal reinziehen. Also da lohnt es sich doch, die Recherche zu betreiben, oder nicht? So, also in meinen Augen auf jeden Fall. Deswegen, ordentlich recherchieren, Gas geben, unbedingt das Video liken, wenn es euch gefallen hat, unbedingt abonnieren den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.